Hey Freunde! Nur ganz kurz, wie sicherlich für die meisten Musikproduzenten und so auch für mich üblich, befand ich mich gerade mal wieder in Tonstudio-Studio-Recherchen und bin dabei doch glatt auf das Musikstudio von Stefan Raab gestoßen. Und es handelt sich bei den nachfolgenden Bildern in der Tat um das Studio des Raabs. Das wird auch in den nachfolgenden Bildern noch klar. Mit Stefan Raab aus und in dem Studio. Und auch anhand anderer Parallelen lässt sich dies in der Tat feststellen. So achten wir mal beispielsweise auf das Mikrofon. Ziemlich offensichtlich natürlich die Wand, Schrägstrich Akustikelemente, Schrägstrich Verkleidung, hier der Monitor, das Mixing Table. Oder betrachten wir die Gerätschaften im Hintergrund und deren Anordnung der Knöpfe und Regler. An die Profis unter euch oder auch und insbesondere an die Oldschool-Producer. Wenn ihr das seht, werdet ihr dann ganz euphorisch, ähnlich wie bei einem Bälleparadies, oder seid ihr eher erleichtert und denkt, Mensch, viele der Racks und analogen Gerätschaften haben wir zum Glück heute digital, letztendlich auf einem Stick oder Notebook und könnt es überall dabei haben. Natürlich, eine Aufnahmekabine haben wir dann noch nicht, aber trotzdem, ne, mit den Racks, das ist ja einfach mal teilweise eine Tatsache und selbst, wie ich sagte, analoge Dinge lassen sich ja dann schon digitalisieren, was ja teilweise auch wieder Vorteile mit sich bringt. Lirum Larum, so und ganz abrupt endet das Video. Für weitere Videos, YouTube ist voll davon. Tschüss!